Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Recap muss oder möchte ich etwas weiter ausholen, um zwei Punkte etwas genauer zu beleuchten. Aber erstmal wie gehabt. In der letzten Folge haben wir Amphibien gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, haben Sir Welkmore gefunden, der uns einen geheimen Zugang zum Kerker gezeigt hat, und haben den Träumer am Strand aufgesucht. Zusätzlich hat Fane aus der bösen Gruppe noch ein Gespräch mit der Schmiedin vor Ort gehabt, der ihm berichtet, dass ein gewisser Gnall ebenfalls nach einer Gestaltwandlermaske sucht. Der erste, etwas umfangreichere Part betrifft die Gruppenmitglieder, die auf den Träumer reagieren. Sibylle aus der Gruppengruppe meuchelte ihn nieder, weil er sie mit versklavt hatte. Der rote Prinz erhielt dagegen durch gemeinsames Schlafen eine Vision. Hier besteht allerdings noch eine alternative Reaktion der Gruppenmitglieder, wenn sowohl Sibylle als auch der rote Prinz in der Gruppe sind. Im Normalfall agiert erst der rote Prinz und anschließend Sibylle. Allerdings sollte man den roten Prinzen von der Gruppe abkapseln und anschließend Sibylle agieren lassen, wird der rote Prinz keine Vision erhalten. In einem Gespräch des roten Prinzen äußert er sein Ärgernis gegenüber Sibylle und macht dem Spieler klar, dass er eine gewisse Verantwortung für die Gruppe trägt und dass er Sibylle nicht so einfach verzeihen kann. Die Konsequenzen werde ich zu gegebener Zeit wieder aufzeigen. Der andere Part besteht aus Gavin, der uns in der vorletzten Folge betrogen hat und geflohen ist. Auch diese Quest hat quasi zwei weitere Lösungsmöglichkeiten. Zum einen kann man ihn unten am Strand teleportieren und er wird in die Höhle verschwinden. Zum anderen kann man vorher alle Magister in der Feste umbringen und ihn so vor dem Tod bewahren. Allerdings unterscheidet sich das Resultat nicht voneinander. Dass er überlebt, wurde von Larian, dem Entwickler, nicht beabsichtigt, wodurch es keinerlei zusätzliche Konversation mit ihm gibt. Sollte man ihn zum Strand teleportieren, gibt es noch einen kurzen Dialog von ihm, in dem er sauer ist und anschließend verschwindet. Allerdings macht das nur einen Unterschied in den Erfahrungspunkten. Sollte man ihn am Strand teleportiert haben, findet man ihn später tot in der Festung. Sollte man ihn aber auf der anderen Seite teleportiert haben, so findet man ihn tot hinter der Feste. Ich wollte diese Situation nochmal aufgreifen, um ein Beispiel zu haben, bei dem ich nicht alle Möglichkeiten explizit erwähne, sondern höchstens als Randnotiz im Let's Play. Und nun geht es mit denselbigen weiter. Viel Spaß! So, da sind wir mal wieder. Ich weiß nicht, ob man das noch hört. Ich habe mir ziemlich viel an meinem Mikro rumgestellt und habe dann letzten Endes auch gemerkt, dass meine Cam hat auch ein Mikro, das wohl zeitgleich aufgenommen habe. Bei OBS habe ich das zwar ausgestellt, aber bei den Gerätemanager wurde es mir angezeigt. Ich habe ziemlich viel rumgefummelt, dass es einigermaßen läuft. Bin ich mal gespannt. Zur Not werde ich das im Schnitt nochmal den Ton ein bisschen anpassen, zumindest versuchen. Sprechen wir mal mit dieser Erkrankten hier. Ihr sagen, dass sie sich nicht fürchten soll. Der Tod bedeutet nicht immer das Ende. Lass mich gehen, ihr krankt. She bends over double in a violent coughing fit. As it subsides, she dabs her mouth with her sleeve. Mercy. I hope that it is. Can't stay here. Okay, Oh, sie hat Nekromantie-Bücher. Aufgeblähte Leiche erwecken, ha? Blutsauger, ha, finde ich auch nicht so geil. Berühren der Fäulnis, jetzt können wir lernen. Ist aber natürlich Nahkampf, was für uns eigentlich nicht so geilo ist. Ja, werden wir erstmal die aufgeblähte Leiche nehmen. Die Berührung des Todes, das ist halt sehr speziell. Wie viel? Das wollte ich nicht. Okay, das ist sogar deutlich mehr wert. So, dann werden wir jetzt ausgleichen. Für 5 Gold kann man machen. Sagen, dass nur ein Atemzug, sie sieht gar nicht gut aus. Ton, warum sie bitte, sie sieht ansteckend aus. Ja. Thank you. I just want to
Be done. Eigentlich könnten wir sie doch heilen. Erkrankt jedoch durch Verstärken. Heilung durch Verstärken, Segnen. Okay, das haben wir nicht. Und erste Hilfe möglich. So, verstärken. I was so close. I could see the light. I could almost feel her touch again. Warte mal. You ruined it. Sie wollte sterben. Nicht feindlich, ne? Also theoretisch hat sie ja uns angegriffen, ne? Ach nee. Ich kann den ja schon. Aber gut, dann hauen wir sie auch noch um. Okay, muss ich hier hin? Ist auf jeden Fall unerwartet. Naja, würde ich mich selber treffen. Oh! Ah, gut zu wissen. Hab aber niemanden erwischt, Gott sei Dank. Okay, jetzt rennen noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemanden trifft, den ich nicht treffen möchte. Gefeil. Okay, das ist natürlich, habe ich ein Fähigkeitenbuch gekauft und hätte es eigentlich umsonst bekommen. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Das ist irgendwie belastend. Na gut, lebe ich mit. Du kannst das lernen. Okay. Mal einfach mal beschwören, um zu gucken. Achso, Leichen wiederbeleben. Okay. Okay, ein Schwabbelwabbel. Okay, ist anders verlaufen, als ich gedacht und gehofft habe. Ich bin ein bisschen perplex. Okay. Ja, ich bin völlig auf einer anderen, in einer anderen Welt. Tired of the view in here yet. Wollen wir uns entschuldigen? Ihnen sagen, dass wir in der Freudenfest ein bisschen verloren bist. Was sollte denn also das immer sagen, dass du neugierig bist? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? He freezes and shoots you a wary glance, looking for all the world like a wild animal caught in the lantern light of a racing carriage. Well, why not? Go ahead. Alter, habe ich mich erschreckt. Explodiert das Ding auch einfach im Blut. Ah, das wäre natürlich ein Skill, wenn wir im Blut stehen. Naja, egal. Sagen, wie viel Angst die Verbrecher hatten, als er die einsamen Wölfe erwähnte. Was genau ist ein einsamer Wolf? Während du die auf seiner Waffe liegende Hand beobachtest, fragen, wie viele Verträge Ivan erfüllt hat. Ihn sagen, dass er sich mit der Haltung eines Soldaten bewegt. Hat er gedient? Unter Quellenmagiern laut darüber nachdenken, was Ivan vom göttlichen Orden hält. Das müssen wir ja eigentlich, aber hat er gedient? That I did. In Lucian's own army. Ivan war beim Orden. Ihn fragen, ob er Ratschläge hat, wie man ihn bekämpfen kann. Laut darüber nachdenken, wie er vorhaben kann, den Sohn des Göttlichen zu töten, den er gedient hat. Dich umsehen und sagen, dass er bestimmt ziemlich stolz darauf sein muss, wie der göttliche Orden sich entwickelt hat.
dich wundern, warum ist jemand von Lucians Leuten zu einem einsamen Wolf geworden? Wie ist er zum einsamen Wolf geworden? He presses his lips tightly together and looks away. There's a coldness in his eyes you haven't seen until now. There's a reason I don't wear order garb anymore. But let's talk about those old days another time. Ihn drängt, du willst jetzt darüber reden. Drop it. Okay, er ist sauer. The view in here yet. Ich sage, dass die neue Birgit, du bist eine Frage stellen. If you must. Sagen, wie viel Angst die Verbrecher hatten. He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Das Gesicht verziehen, Söldner hinterlassen bei dir einen üblen Nachgeschmack wie Blut und alte Münzen. Ihnen sagen, dass das wie ein Auftrag klingt, den du selbst gern ausführen würdest. Fragen, warum er diese Elfe von den Verbrechern beschützen wollte. Über den Namen lachen. Einsame Wölfe ist ja schon so etwas wie ein Oxymoron, oder? Ich würde gerne den Auftrag durchführen. Stick with me, and I'll introduce you to my pack leader, Roost. He doesn't take all comers, but I'll vouch for you. It's good for a man to have a trade, at least for me. The Lone Wolves gave me a purpose when I needed just that. Sometimes the contracts keep me going when I'm not sure what else could. Während du die auf deiner Waffe liegenden Hand beobachtest. Ivan begins counting on his fingers and muttering to himself. This goes on for quite some time. Ist vielleicht übler als Sibylle, wa? 43, give or take. 43 ungefähr. Okay, ist das alles? Damit prahlt, dass du wesentlich mehr Leute getötet hast. Naja. Er ist ja auch nicht ein Serienmörder, sondern ein Auftragsmörder, ne? Das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Deine Augenbrauen hochziehen und ihm sagen, dass das wesentlich mehr Leute sind, als du getötet hast. Ja, würde ich sagen, ja. Noch. Ivan nods ruefully and barks a laugh. It's not a competition. It's my job. Wettbewerb. What else do you want to know? Unter Quellenmagier, lass uns darüber nachdenken. Not much, I'll tell you that. Why? What do you think of them? Sagen, dass ihre Methoden brutal sind, aber du an ihre guten Absichten glaubst. Naja, wenn wir das am Strand gesehen haben. Ihm sagen, dass du dir ziemlich sicher bist, dass der göttliche Orden nicht auf deiner Seite ist. Ja? Murmeln, dass die Lehre für die noch viel zu gut wäre, mit den Schultern zucken. Was du auch denken magst, du sitzt jetzt hier mit ihnen fest. Die Lehre ist zu gut für sie. I figured you for someone who wouldn't buckle under their yoke so easily. Come on, get your spirits up. I'll wager they can't keep the likes of us locked up too long. Let's poke around and see if we can sniff out some blind spots in their surveillance. Tired of the view in here yet? Sagen, dass du neugierig bist. Ivan shakes his head, smiling down at the ground. Kennt man aber auch. Schon wieder. I think you know enough about me for now. Let's talk more later, when we've made some more progress. Ja. Ivan tips his fingers to his temples and saunters ahead. Okay, alles klar, dann werden wir hier mal ein bisschen mit Amrio. Sahela wollte ja, dass wir ihn befreien. Leave him be. Don't make me say it again. Okay, Listen, I can help you if you just shut up, Elf. Sagen, dass der Elf schwer verletzt zu sein scheint und fragen, warum er hier eingesperrt ist. This clown caught him stealing from my kitchen.
Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Ihn fragen, was gestohlen wurde, fragen, wieso er weiß, dass er schuldig ist. Was wird gestohlen? Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. Chris sagt, dass er kein Recht hat, einen Mann hier unter so schlechten Bedingungen einzusperren. Naja, das ist eigentlich egal. Dich fragen, ob er wirklich jemanden wegen Obst umbringen würde, wahrscheinlich, für dich auch. Einen Vorschlag machen. Du bringst ihm deine gestohlenen Sachen wieder und Chris befreit Amrio. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate and you got yourself a deal. Ja, können wir nochmal mit ihm sprechen? Vielleicht hat er ein paar Hinweise. Glances from his blade to you and back again. Sagen, dass wir gerne über Handel sprechen würden. Sagen, dass wir an einem Handel interessiert wären. You already know the terms. Nothing else to say. Sure, have a look. Und dann handeln, okay. Ein bisschen blöd übersetzt. Hier haben wir doch immer, genau, fragen wir mal seine Leute. Sagen, dass wir einen Weg auf eine Freudenfeste suchen. Sagen, dass wir nicht nur umsehen. Sagen, dass wir nach Chris gestohlenen Vorräten suchen. If Boss trusts you to find something for him, you better not disappoint him. You won't like him when he's disappointed. Fragen, ob er irgendwas über den Täter weiß. You mean that guy in the cage? Oh, don't associate with elves. Fella says he's innocent, but you know how they lie. Ja, überhaupt nicht rassistisch oder so. Sagen, dass es merkwürdig ist, dass Chris sich wegen ein paar fehlenden Früchten so aufregt. Fragen, warum er wegen Chris fehlender Sachen kaum besorgt scheint. Boss will be fine. He's got himself in a fit state now, but as soon as another shipment comes in, he'll be right as rain. Okay, sagen, dass es merkwürdig ist, dass Chris sich wegen ein paar fehlenden Früchten so aufregt. Yeah, Boss is awful passionate about citrus. I can't get enough of the stuff. Thema wechseln, sagen, dass du dich nur umsiehst. I got my good eye on you. Sagen, dass nur ein paar Dinge gibt, über die du reden musst. Make it quick. Fragen, ob er jemanden gehört hat, dass jemand von hier geflohen ist. Fragen, ob er weiß, was die wie die Magister die Leute von der Quelle befreien wollen. Was er über die Lehren erwarten weiß. Na, erstmal die Quelle. Hell if I know. Don't rightly know if it can be done. If they take the source out of you, what are you? Ein Sabbat-Idiot am Strand. Wie kann man hier fliehen? Sure. Pelham, I made it as far as the Hollow Marshes even. They dragged his corpse back the next day. Head pulled clean off by a ghost. I saw it myself. Der Kopf hat einen Geist abgetrennt. I never seen one myself. But my cousin up in Gore said one appeared from the clear sky one day and ate up every child under the age of 12. I don't know where they come from, but without the divine, there ain't much we can do to stop them. Okay. Easy, hey? Der Orden nicht nur schlecht, aber größtenteils. Hey, up here! You're a little light in your pack, ain't you, bud? Who could blame you with the garbage they got for sale round here? Why don't you take a gander at the goodies I've got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Procured by special means. Fragen, was sie mit besonderer Weise genau meint. Sagen, dass irgendwas an ihrem Angebot komisch klingt. Sagen, dass du dir alles ansiehst, solange die Qualität stimmt. Sagen, dass du nach fehlenden Vorräten suchst. Ihr sagen, die soll ich einen guten Kunden nennen, damit du sie nicht, naja, das, wegen illegalen Handel an den Magister verpfeifen, nee.
fragen, ob Krimp nicht wütend wird, wenn sie an einen Zwerg verkauft. Boss don't mind where the gold comes from, long as he gets his cut. Have a look, why don't you? Your cash is plenty good here. Irgendwas klingt komisch an ihrem Angebot. Fend for yourself then, big man. I'll take what I want after the Reds get to you anyway. Okay, dein roter Prinz, bitte du mal. Hey! Why don't you take a gander at the goodies I've got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Frag, ob Krimp nicht wütend wird, wenn sie an eine Echse verkauft. Boss don't mind where the gold comes from. Okay, ist dasselbe. Have a look, why don't you? Your cash is plenty good here. Na, Krimp will einen Vorräten suchen. Feller in that cage is the thief. Stash the oranges somewhere before he was caught. If you believe that. Glaube ich irgendwie nicht. Sagen, dass sie es ja nicht zu glauben scheint. Okay, sagen, dass sie nicht glauben. Denken sie, jemand anderes könnte damit zu tun haben? Denken sie, dass Krimp sich irrt? Jetzt sich oder sie? Na, wir. Ja, wie jetzt. I see plenty of liars in my line of work. Snakes, weasels, worms. That fella's square as a pavestone. If he's the thief, I'll eat my boots. Wer ist der wahre Schuldige? Sure do. Ask me. It'd have to be one of those sad sacks that's always hanging around Griff looking for favors. Okay, einer aus seinen eigenen Reihen. She darts her tongue out of her mouth like a snake. Some folks and some reptiles would do anything to get his attention. Okay, ein Reptil. I see plenty of liars in my line of work. Snakes, weasels, worms. That fella's square as a pavestone. If he's the thief, I'll eat my boots. Okay, fragen, wie du sich so sicher sein kann. It's all in the eyes. Joy lives in the eyes, sometimes way in the back, but it's there all the same. Liars ain't a joyful bunch. Okay, sagen, dass du genug gehört hast und gehen. Sure you don't want to have a look at my stock before you go? Wir kaufen alles, solange die Qualität stimmt. My pack's been got by special means. Only the finest, you know. Perhaps if those boah, 700 Gold, aber das, dann ist sehr kräftig. Hier muss ich mal gucken. Die hätte ich sogar. Der Effekt ist halt nicht so geil, aber die Rüstung an sich, die ist sehr stark. Aber hier gibt es noch Helme. Das wäre auch. Ja, gehe ich mal auf Queen irgendwann shoppen. Also wieder wechseln und wer bist du? Buddha? Heading into the kitchen? Don't try anything funny around Griff. I'm watching you. Fragen, ob mir gefällt, was sie sieht. Ha! What's your name? Ja, deinen Namen sagen und fragen, wie sie heißt. I'm Butter. Nice to meet you. I'm Butter. Fragen, ob sie schon lange hier ist. Sich fragen, wie sie mit Krimps Handlanger in Berührung kam. Sie scheint nicht der Typ für Erpressung und Prügeleien zu sein. Sagen es mir, dass sie dir seltsam bekannt vorkommt. Du bist nicht sicher, dass sie schon mal gesehen hat. You mean it? Or is that another line of yours? I used to play the harp, you know. Mostly around Arcs, although sometimes we'd travel down to Driftwood. Might be you saw one of my performances. Ich weiß gerade nicht, wie ich das deuten soll. Nach Arcs und Treibholz kommen wir tatsächlich noch mal hin. Aber dann werden wir sie nicht mehr antreffen, meine ich. Ich bin verwirrt. Da muss ich vielleicht mal googeln. Fragen, ob sie schon lange hier ist. Ja, nach Griff fragen. You think? I was raised by the whip, and I'm not afraid to use one either, especially not in here. Joining up with Griff's the closest thing you can get to security around here. Family, too. Till the Reds take you, anyway.
sagen, dass du nicht vorhast zu erlauben, dass die Magister dich irgendwo hinbringen, sagen, dass du lieber wieder zu deiner Familie zurück willst, als dich hier von den hier einer neuen anzuschließen, dass du Trost lieber bei jemandem Besonderen suchst, als bei einer Bande von Schlägern. Ja, wir lassen uns nicht irgendwo hinbringen. Everyone talks a big game when they get here. Big games get smaller when you've got one of their weapons in your face, though. Ihr sagt, dass du Tod ernst meinst, und wenn du einen Ausweg findest, sollten sie mit mir kommen. Ja. She laughs. The sound fills the air like the ringing of a bell. Now, wouldn't that be something? Look, I have an idea. I know we don't know each other very well, but time is so short and a connection is so rare. If we get out of here, will you meet me again in Arx? Okay, vielleicht treffen wir sie ja doch wieder. Fragen, warum du warten musst, bis sie von hier weg kann. Wie sie schon sagt, die Zeit ist knapp und wer weiß, ob nie entkommen wir. Deine Überraschung zeigen, dass sie dich für einen Zweck interessiert. Sagen, dass dich rein gar nichts davon abhalten kann. Sagen, dass du liebend gerne würdest, aber andere Verpflichtungen hast. Dass sie zwar ein hübsches Mädchen ist, du dich aber nicht so für sie interessieren. Ah, das bitte, ja, Zeit ist knapp. I have responsibilities here. I can't start running around outside the family. It just, it isn't done. But once we're out of here, none of that will matter. You'll meet me, won't you? Sagen, dass dich rein gar nichts davon abhalten kann. She leans forward and grazes your cheek with her lips. Until then. Okay, verwirrt, aber sie hat, glaube ich, noch, genau, deswegen habe ich gerade das Gold drüber, erste Hilfe, Querschläger braucht auf jeden Fall, das ist stark, ja, erste Hilfe ist vielleicht auch nicht verkehrt, ist aber schon ziemlich teuer, ja, komm, das muss sein. Bald, jetzt sagen, dass ich ständig an sie denken muss. I know what you mean. I can't wait to leave this place. I can't get it out of my head. Eine ungewöhnliche Romanze, würde ich sagen. So. Elementarpfeile brauchen wir erstmal nicht. Erste Hilfe kommt da hinten hin, so wie das. Du kommst auch dahin und du kommst hier vorne hin. So. So, mit wem haben wir hier noch nicht gesprochen? Rammstein. Mit Hilde, oder? Nee, Hilde war die Händlerin. Ah, du, Walze, bevor du weggehst. Heard of anyone that might have taken Griff's supplies yet? Der Hellhaut sagt, dass ich verschwinden soll. Sagen, dass du nichts darüber weißt. Sagen, dass du auch nach einer gestohlenen Kiste suchst und fragen, ob die irgendeine Spur hat. Dass du sagen, dass du ihr nicht helfen kannst, ihr aber einen schönen Tag wünschen. Woher weiß sie das? Oder ist sie. Der Heller und sagen, dass er verschwinden soll. If I weren't on orders from Griff, I'd smash in that squat little face of yours. Ah, sie hat auch den Auftrag. Ja, war gar nicht so dumm, sie zu beleidigen. Also, statt ihr Infos zu geben. Und du? You looking for a match? Bet you make up for your height with a good strong sword arm. Isn't that right? Ihr sagen, dass nicht deine Kürze, sondern nur deine Blutlust im Kampf zählt. Ha! That's the spirit. Down the hatch then. Thorn will eat you up. Das ist die Arena hier. Da werde ich aber später hingehen, weil die Arenen immer relativ heftig sind.
So, ein Level up will ich mindestens noch machen, bevor ich da runter gehe. So, Reptil. Wir haben ja mit ihm noch selber nicht gesprochen, sondern nur der rote Prinzlein. What? But I was. It was. Please, tell me. Tell me. Why did you wake me? I was so close. So close. Tief einatmen und ihm sagen, dass nur Orangen riechen. Orangen sind auch Zitrusfrüchte. And you smell of burnt hair and barren dreams. But I had the good breeding not to mention it. Den Echsenmann fragen, ob er etwas über Chris' verschwundene Vorräte weiß. Der Echsenmann. Supplies? You mean the oranges, I suppose. Jawohl. Though I'd guess Mr. Griff is more upset about the Drudenay than the citrus. Ah. Drudenay ist eine pflanzliche Droge. Deswegen hat er auch immer so gehustet. Nicht wiederholen, was weiß er über die Vorräte? It's all here, I'm afraid. On my person. You found your thief. But I am anything but one of those sniveling addicts you'll find creeping around the kitchen. Okay. I need to dream. I, above all others. It is my vocation, my responsibility, now more than ever. Deine Augenbrauen hochziehen, du wusstest bislang nicht, dass Träumen eine Pflicht ist. It may be hard for you to understand. My kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shape the truth. Klingt ein bisschen wie ein Kiffer. To do it. Before I was caught. Before I was brought here, I saw a vision. The void woken, slain, divinity restored. Göttlichkeit wiederhergestellt, okay. But just as I was about to see how it happened, the Magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret, to find out how to save us all. So you see, I cannot give back the Drudenay. Not only for myself, but for all of us. My dreams are my gift. They may be our salvation too. Naja, es heißt ja nicht nur, weil er davon träumt, dass er auch der Auslöser ist, oder? Also wenn wir zum Beispiel göttliche werden, dann können wir ihn jetzt umrotzen und können immer noch göttlich werden. Von daher, sagen, dass du mehr an der wirklichen Welt als an den Träumen interessiert bist. Du brauchst das Drudenay, um jemanden das Leben zu retten und wirst es dir mit allen erforderlichen Mitteln holen. Sagen, dass Chris Blut sehen will. Ja, die Identität der Echse jedoch schützen wir es. Naja, ihn sagen, dass seine Absichten vielleicht gut sind, Diebstahl an einen solchen Ort aber Folgen hat. Ah, nee. You know what has consequences, my friend. Being digested by a void woken. That has consequences. I'll thank you to leave me to my business. Eigentlich. Ah, wir haben kein Gedächtnis, darauf hätte ich, ja gut, einen Punkt. Haben ihn aber trotzdem nicht überredet bekommen. Leave me be. Ich weiß jetzt nicht, was zur Auswahl stand. Intelligenz vielleicht? Dann können wir noch mal probieren. What? But I was... Ja, riech nach. Burnt hair and barren dreams. But I... had the good breeding not to survive. Though I'd guess Mr. Griff is more upset about the dream. It's all I need to dream. So, it may be hard before I was caught, but just as you see, I cannot give back. Intelligenz, Gedächtnis, Finesse. Wir sind an der Wirklichkeit mehr interessiert. Ah. To save a life. Ah, that elven fellow in the cage, I suppose. I knew he'd been suspected, but
But it all seemed worth it if I could only dream again. Never mind. Take the oranges. The Drudene, that is. I'll find another way. Okay. Und dann hier. Yep. So. Hey, Gott sei Dank. Also, oh. The orange is hollow and tightly stuffed with a sweet-smelling substance. It appears that Griff was after more than just some fresh citrus. Das ist Drudene. Mit einer ausreichenden Menge davon liegt sogar ein Titansterne. Dieser Mistkerl hat uns nur benutzt, um an seine Droge zu kommen. Diesen Elfen zu foltern, nur um einen Rausch zu erleben. Widerlich. Ja. I know Drudene when I see it. Griff must be jonesing mightily for his next hit. A little dose of Drudene will kill your pain. A bigger dose will kill your mind. The elves would be furious if they found out Griff had been torturing one of their own over a little Drudene. Dann will ich mal grad gucken. Fane hat ja überhaupt kein Überreden, ne? Er hat Spitzenstärken, aber richtig Glück gehabt. Die Alternative wäre, dass ich ihn jetzt in die Fresse haue. Ich wollte gerade sagen, wer liegt hier denn? Aber das ist Sibylchen. Können wir mit hier noch reden? Ein Elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. You believe what he says? That I am a thief? Ihn sagen, dass du seine Freundin Sahela getroffen hättest. Sie schien ihn nicht für einen Dieb zu halten. He perks up and wipes his face with his good hand. Sahela, you speak to her? She is all right then. Good. Sagen, dass es dir gerade gut geht, sich das aber ändern könnte, wenn du dir nicht sagst, wie du hier rauskommst, und zwar sofort. Ja. An elf does not answer to threats. It is not our way. We make fair deals. We follow through. That is the only way. Sahela knows this. I know this. Perhaps you need to learn. Ihn bitten, dir zu sagen, was er weiß. It is all prepared. It is ready. I am too weak to go. But I must care for Sahela. You release me, and I show you the way out. Das ist natürlich schon wieder. Wir haben keine Stärke und keine Finesse. Ey, der verkackt auch jedes Mal die Chance, jemanden zu überreden, ne? Sagen, dass du gerne eine Abmachung treffen würdest. Er sagt mir sofort, wie du rauskommst, und du tust alles, um ihn zu befreien. Ach, Erfolg unmöglich. Okay, dann hat sich das eh erledigt. I am no fool. If you can leave, you do leave. Free me first. Then I tell you everything I know. Okay, ja, eigentlich, wer die Vorräte genommen hat, die Griff nur dringend braucht, das wissen wir eigentlich, aber fragen wir trotzdem mal. I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does not find what he seeks. Warum will er seine Vorräte unbedingt zurück? Griff is a powerful man. Power is mysterious. In case you haven't noticed. Ah, er macht jetzt dauernd diese Räuschmer-Anspielung für Drudene. Okay, warum ist er überhaupt in die Küche? I intend no harm. I want only some provisions. A bit of bread, a potato or two. Nothing Griff should be loath to give. I need to escape and I have people to consider.
Okay, ja, macht denn doch meine Kinder in der Elfenhöhle? You understand. Ich verstehe und gehe. And hurry, please. Alles klar. Hier werde ich nochmal speichern. Jetzt die Frage, wollen wir denen einfach was zurückgeben oder einfach in die Fresse polieren? Griff glances from his blade to you and back again. Ihm seine Orangen einfach überreichen oder sagen, dass Trudane drin ist. Ist natürlich finanziell auch ein bisschen. Ja, wir sagen, dass Trudane drin ist. Oder. Nein, nee, wir überreichen die einfach. Tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Ah ja, wir haben die rausgenommen. Überraschung. These ain't right. Something's missing from these oranges, bud. You know exactly what I'm talking about. Hand it over. Du würdest Geld bevorzugen. Okay. Cash, eh? Listen up. Hand over what's mine and take your disgusting thief of a friend with you, or say goodnight. Darauf beharren, dass du nichts mehr für ihn hast. Gute Nacht sagen. Festhalten, Griff geben, was er verlangt. Wir geben ihm einfach, was er verlangt. Good boy. Ich muss gerade gucken, das Werk hieß so. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? This Griff is nothing but a thug. Don't give up Stingtails so easily. Das war meine Befürchtung. Wenn wir jetzt den Namen sagen, dann ist er mächtig sauer. I don't want Stingtails blood on my hands. Griff would kill a fellow over petty theft. Giving up Stingtail is no better than murder. Leute! Ey, Alter, du bist ein Auftragskiller. Der Ivan, der Fane, sind Menschen scheißegal. Seit wann haben die ein Gewissen? Leute, geht in die andere Gruppe und ich hol Sibylle hier rein, ey. Ha, Wahrheit und Wahrheit, Schmidt. Sterben die Echse. Hat eure Sachen genommen. Tut mir leid, People, aber Attikid, your guy's free to go. He should be fine. Eventually. Okay. It is done. And quickly. I thank you. Very, very. I hold my end of the bargain. I show you the way out. But I have something more to ask of you. Sagen, dass er schwer verletzt ist und sofort Hilfe braucht. Er sollte von hier verschwinden. Den Elfen sagen, dass du genug für ihn getan hast. Der Meinung bin ich auch. Jetzt noch Bedingungen stellen. Hear me. You must not accept. But I must ask. Komm. Sahela, she is everything. A ruler, a seer, a knower, a child. She cannot be lost here. Sie wollte ja eh nicht mit uns mit, von daher sagen, dass du deine eigenen Probleme hast und dich nicht um seine kümmern kannst. Still, I hope that you may change your mind. Give me your map. I show you the way out. A secret. Dangerous. But it leads to freedom. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. Please. She is important.
I go to her. I wish you good luck, and I thank you for us all. Okay, jetzt muss ich aber... Ich sehe ihn ja noch liegen. Ich soll mal ihm sagen, dass vielleicht ein Name rausgeflutscht ist, irgendwie. Don't mention my name to Griff. Please. Okay. Können wir uns noch ein bisschen einmischen? Stimmt. Ja. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich hier gerade mache, aber schon irgendwie witzig. Sag mal, steht die dein Wasser und kommt nicht mehr weg? Dann verwandelt sich hier gerade in einer Runde. Oh weia. So, und nochmal den. Achso, verzögern bringt eh nichts, aber ein Schild kann man werfen und dann den Zug beenden. So. Okay, ich weiß nicht, ob die da überhaupt wegkommt. Ah doch, weil die wurde nicht verlangsamt durch das Öl. Achso, das macht mir keinen Schaden. Ah, da muss ich hinzu. Da, ich habe ja das hier noch. So. Theoretisch könnte ich die jetzt auch heilen. Verwesen. Genau. Machen wir aber nicht. Wir haben einfach mal ein bisschen drauf. Und noch ein bisschen. Was mache ich hier eigentlich? Das eskaliert ja völlig hier. Ich hoffe nicht, dass wir mir gleich zurückgehen. Also möglicherweise. Thank you. Thank you for saving me. I do not have much to give, but I owe you all I have. Take this. Nimm was. Don't mention my name to Greg. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es sogar noch einen extra Dialog gibt. Jetzt gehen wir hier. Oh weia. Oh weia. Ist er böse? Naja, eigentlich weiß er nicht, dass wir das jetzt waren, oder? Ah, you're back. Oh, it's so good to see you, mate. You look... You know who you look like. Okay. Dann würde ich jetzt dieses Let's Play mit den, sehr seltsamen Ausgang einfach mal beenden. Holy shit. Ey, das ist ja, also haben wir Sibylle da liegen, da liegt eine Leiche. Eskaliert ja völlig. Da bin ich mal gespannt auf die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.